Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Harvest Moon, der Großbazar. Mir geht's ganz gut, dankeschön. wir spielen das hier wieder im Stream, wie so oft, und wir machen wieder, versuchen mal so Stundenparts zusammenzukriegen. Irgendwer will was von uns, und jetzt bin ich mal ganz gespannt, wer das ist. Simba, guten Morgen, entschuldige die Störung. Wer bist du? Oh, es ist Felix. Wie geht's dir denn so? Ich hab dir was Wichtiges zu sagen. Bis jetzt ist Angel in der Abstimmung vorne, wollte ich schon mal erwähnt haben. Also ihr findet die Heiratsabstimmung in Discord, aber auch in den Videobeschreibungen. Und bis jetzt liegt Angel mit 2 Stimmen vorne. Wie läuft das Leben denn so hier im Dorf? Ich muss auf den 3DS gucken, so auf dem Bildschirm geht schlecht. Das ist gut. Nun zum Grund meines Besuchs. Du dürftest dich wohl an die Arbeit auf den Hof und dem Bazar gewöhnt haben. Daher werde ich dir etwas zur Datenübertragung erzählen. Simba, weißt du, wie man die Datenübertragung benutzt? Keine Ahnung. Okay, ich erkläre es dir. Über Datenübertragung können Freunde zu dir kommen und du kannst zu ihnen gehen. Wähle im Titelbildschirm Datenübertragung aus. Du hast 2 Möglichkeiten. Du kannst entweder über Nintendo WFC oder DS-Datenübertragung mit Freunden in deiner Nähe spielen. Verbinde dich so mit deinen Freunden. Was wir nie tun werden. Aber du brauchst für die Nintendo WFC ein Wi-Fi-Netzwerk und einen Freundescode. Merk dir das. Möchtest du noch etwas anderes wissen? Nein. Weil das werden wir nie machen. Nun gut. Also ich mach mich mal wieder auf den Weg, Simba. Irgendwie seltsam, den Simba zu nennen. Ich muss ständig an meinen Kater denken. Es regnet, es regnet. Das heißt, wir müssen nicht gießen. Wie sieht es denn heute im Kalender aus? Heute ist nichts. Okay. Morgen hat aber Melanie Geburtstag. Ich muss jetzt erstmal so reinkommen. Okay, Hühnchen hat Futter. Hühnchen hat Futter, das ist sehr gut. So. Ist hier hinten irgendwas? Wir sparen uns ja jetzt gerade die Zeit beim Gießen. Sieht sehr gut aus. Und ich habe auch schon einen Kommentar bekommen. Ein Plan, wie man das anpflanzen könnte. Wir werden versuchen, das beim nächsten Mal umzusetzen. Jo. Sobald ich... Ey. Ja, klar. Ey. Ey. Jetzt habe ich nicht eine... Jo. Jo. Pflanze hier oder was? Ey. Ey. Ja. Sag mir jetzt nicht, dass es hier keine Pflanzen gibt. Komm schon. Verarsch mich nicht. Ey. Ich habe einen Laubfrosch gefangen. Es gibt gerade keine Pflanzen, ne? Ich kann den Mädels heute nichts schenken, weil keine Blümchen am Start. Aber dafür schöne Münzen, das ist sehr gut. Das ist ein bisschen blöd gelaufen, ehrlich gesagt. Naja, den reden wir aber einfach mal mit den Mädels. Die müssen ja irgendwo hier rum sprinten. Ist Anni heute weg? Annemoni? Hey, jo. Ich habe tatsächlich keine. Keine Blümchen gefunden. Also wenn wir können festhalten, wenn es regnet, gibt es keine Blümchen hier auf dem Hof. In der ganzen Stadt nicht. Guten Morgen, Simba. Viel Erfolg bei der Arbeit heute. Papas Koch könnte sind. Naja. Deshalb bin ich es, die zu Hause kocht. Ich finde Antje immer noch süß. So, sie ist aber da, okay. Ich muss schon zugeben, die hat schon eine schöne Hütte. Guten Morgen, Simba.
denn? Liegt dir etwas auf dem Herzen? Eigentlich nicht. Ne? Okay, die Tiere werden wir mal verkaufen. Warte, ich habe da noch einen Frosch gesehen. Hier ist sie nicht. Stehst du vor dem Zimmer deiner Tochter? Wer ist der? Ach du. Was ist? Wir haben uns doch heute schon begrüßt. Ist ja in Ordnung. Guten Morgen, du bist aber fit. Ich wollte ja nur mal Hallo sagen. Ich überlege gerade, habe ich sowas wie einen Fernseher? Oh, ich möchte ganz gerne Objekte verkaufen. Ein Shiitake-Pilz. Müssen wir jetzt auch mal wieder ein bisschen Geld machen. Kann ja nicht angehen, dass wir so wenig Geld haben. Nee. Wie viel, was habe ich denn noch alles in meiner Kiste? In meiner guten Kiste. Das heißt, Anemone ist die einzige, die noch nicht da ist. Du bist Melanie, ne? Simba, sprichst du mit den Leuten? Auch die, die früh arbeiten gehen, kommen abends wieder. Besuch sie doch mal. Es dauert, bis man sich anfreundet, aber das schaffst du bestimmt. Wir schauen mal, ob wir nochmal Anemone finden. Im Café. Vielleicht war die in ihrem Zimmer und wir haben sie deshalb nicht gesehen. Weil ich würde schon ganz gern mit ihr reden. Was führt dich denn ins Hotel? Ich wollte mir mal dein Zimmer angucken. Moin, Simba, du bist topfit. Da hat sie an. Aha. Das ist Unkraut. Blöd gelaufen. Das Gute ist, wir haben sehr viele Münzen gefunden, was gut ist. Ne? Weil ich denke, die Silbermünzen lassen sich auf jeden Fall gut verkaufen. Oh, der Frosch hat sogar 2 Sterne drin. Aha. Interessant. Hier oben ist erstmal nichts. Ist aber noch nicht so optimal. Also richtig laufen tut es bei uns noch nicht so. Aber das sind halt diese üblichen Anfängerschwierigkeiten, weil wir müssen erstmal irgendwie auf den grünen Zweig kommen. Was nicht so einfach ist. So. Ich möchte ganz gerne ins Lager gehen. So, der Shiitake-Pilz. Links. Der kommt noch mit rein. Ich habe Angst um meine Rüben, bin ich ganz ehrlich. Ich habe so Angst um meine Rüben. Ich kann aber auch nicht sagen, ob es nächsten Tag regnet oder nicht. Da müssen wir echt drauf achten. Es regnet wieder. Das heißt, wir werden wieder keine Blümchen finden. Was suboptimal ist. Na, die ersten Sachen kommen. Vielleicht kriegen wir noch die Rüben. Wer weiß. Ich würde der Melanie halt ganz gerne was schenken. Die Frage ist halt nur was.
wie es aussieht, gibt es ja gar keine Blümchen oder so. Oh, vielleicht könnten wir. Vielleicht mag sie Pilze. Steht das vielleicht in unserer Information? Ja, ja, ich weiß. Die Melanie, sie betreibt die Kind und sie hat sehr viel Spaß dabei. Fast einfache Gerichte, mag fruchtige Gerichte. Ja, super. Als würde ich jetzt bei der irgendwas kaufen. Ich will da nur ein kleines Geschenk machen, um zu zeigen, hey, ich habe an deinen Geburtstag gedacht und nicht, ey, ich kaufe dir jetzt deinen Laden leer. Schon deshalb, weil die verdammt teuer ist. Bevor. Ist ja nicht so, dass die super billig ist. Ne? Also so ist es ja nicht. Soll man nicht arg übertreiben. Jetzt finden wir nicht mal einen Pilz oder so. Bei meinem Glück finden wir nicht mal einen Pilz. Ich meine, ich kann dir jetzt schlicht einen Frosch schenken. Oder doch? Guten Morgen, Simba. Was denn, liegt dir etwas auf dem Herzen? Ja, es macht mich kirre, dass wir der Melanie nichts schenken. Oh, Gott sei Dank, ein Pilz. Ich würde gerade sagen, dass wir der Melanie nichts schenken können. Das würde mich jetzt ein bisschen hart triggern. So, hier sind keine. Ich will den Mädels jetzt auch keine Pilze schenken, weil das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu blöd. Ach, stimmt, der Bürgermeister. Hi, Bürgermeister. Guten Morgen, Simmer. Was für ein schöner Morgen. Es regnet in Strömen. Und es gibt keine Blumen, die ich verschenken kann. Und du sagst, das ist ein schöner Morgen. Und jetzt finde ich deine Tochter nicht. Ich will doch nur mit ihr reden. Nur schnell talken. Ach da. Guten Morgen, Simmer. Ist mir halt wichtig, mit jedem wenigstens gesprochen zu haben. Jedenfalls mit den Mädels. Die anderen finde ich jetzt nicht so interessant. Da ist noch ein Pilz. Die Pilze sind halt richtig gut, weil wir damit ja auch ein bisschen was verkaufen können. Guten Morgen. Ey, drei Kreuze. Hey, Oda, wie geht's dir? Hast du den Killer jetzt ausprobiert, den neuen? Also das, was ich jetzt gesehen habe, finde ich jetzt nicht so geil. Da finde ich die Handwiss immer noch irgendwie besser. Aber vielleicht auch nur, weil ich mit der Handwiss eingespielt bin. Vielleicht liegt's daran. Aber da soll ja rein theoretisch, steht da ja auch als einfach da, ne? Muss man dazu sagen. Jetzt fehlt nur noch die Anemone. Hey. Nee. Quatsch, die Angel fehlt, ne? Guten Morgen. Wir haben uns doch heute schon begrüßt. Ja, ich weiß, aber ich muss mit euch reden. Wenn ich euch schon keine Blümchen schenken kann, dann... Dann will ich wenigstens mit euch reden und euch zeigen, dass ich euch lieb habe. Der Laubfrosch kommt weg. Wie, die beschwert sich jetzt. Ah, den Rotlaubfrosch behalte ich mal. Ich würde halt auch ganz gerne fischen, aber es geht irgendwie nicht. Guten Morgen, Simba. Erfolgreicher Tag. Du spielst Überlebenden. Ich muss sagen, ich finde ja das blaue Outfit von der neuen, finde ich halt sehr cool. Ja, ich weiß, es dauert gefühlt eine Ewigkeit, bis man sich so mit euch angefreundet hat. Ach je, mein Geburtstagsgeschenk. Das freut mich, danke.
Also sie fand es jetzt nicht ganz grütze. Sie sah schon aus, als würde sie sich freuen. Also sonst hätte ich jetzt wirklich wahrscheinlich so eins ihrer Gerichte da so hinsetzen müssen. Ich bin halt von den Schwertern halt, also mit dem Messer noch nicht so überzeugt. Bin ich ganz ehrlich. Also ich finde es zwar cool, dass er so mehrere schmeißen kann, aber die Tatsache, dass das halt nicht sofort trifft. Okay. Ja, dass sie nicht so verletzt werden wie bei der Handfest, finde ich halt irgendwie seltsam. Das fehlt mir ein bisschen. Na schön, dann war das auch der Tag. Dann gucken wir mal, was wir ins Lager bringen können. Futter, Rüben. Also bis wir die 15.000 zusammen haben, das dauert ewig und 3 Tage gefühlt. Wir müssen ja mehr als 15.000 zusammenkriegen, ne? Da hat Erich Geburtstag. Okay. Mal sehen, ob es jetzt 3 Tage regnet. 3 Tage wach. Echt jetzt? Ach komm, als ob. Naja, Hühnchen hat immer noch zu fressen. Das ist schon mal sehr gut. Nächste Party kommt bestimmt 3 Tage wach. Aber heute hat ja auch keiner Geburtstag. Ja, das regnet mir jetzt schon den 3. Tag, wenn es morgen auch nochmal regnet, ne? Ist zwar geil, ich mag Regen, versteht mich nicht falsch, ich mag Regen, besonders jetzt so bei Harvest Moon Spielen, weil wir das denn Ganze nicht gießen müssen, aber uns fehlt es an Geschenken. Sachen, die wir verschenken können. Okay. Den Bienenstock. Eine Minze, ach guck mal an. Level up! Dein fiescher Fängerang ist all auf Lehrlingswurm gestiegen. Ja, super. Tief, was halte ich? Ich werde die Mädels jetzt aber nicht das Blümchen schenken, sondern ich werde einfach abwarten. Also ich kriege natürlich 4 Blümchen zusammen, dann ist das ja was anderes. Voll cool. Ey. Ah, der Laubfrosch, der macht schon Dinge. Jo. Also 2 Blümchen. Beziehungsweise 3. 3 haben wir schon. Doch, aber mindestens 4. Okay. Dann gibt es heute wieder keine Blümchen für die Mädels, sondern nur Torke. Mal sehen, wenn wir das hier freischalten. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Oder hätte ich... Wollen wir es ausprobieren? Komm, hier, sie kriegt die Minze. Die freut sich alles. Guten Morgen, Simba. Ist das für mich? Vielen Dank. Was führt dich ins Hotel? Okay. Klappt einigermaßen ganz gut. Ey, ja! Ey, ja! Ey! Ey! So, dann gehen wir schnell runter zu Flair. Nein, Flair ist nicht mehr da. Ach, verdammt. Hm. Blöd gelaufen. Ey. Blöd gelaufen für Flair. Nein, ich wollte... Oh. Ey, da ist doch eine Heuschrecke, die ich ganz gern hätte. Dankeschön. Oder eine Grasschrecke von mir aus. Geht hoch. Komm schon, kriegst du Blümchen. Du magst doch bestimmt Blümchen. Vielen Dank. Also sie mag vor allem auch die gelben.
Das ist sehr gut. Was machen wir denn jetzt bis 18 Uhr? Gehen wir mal zu den Jungs rein. Morgen Simba, ich bin ein Morgenmuffel. Ich nicht. Wenn ich wach bin, bin ich wach. Es kommt aber immer darauf an, wie man mich weckt. Wo ist mein Bruder? Das ist ein Stoff. Dann halt nicht. Am 20. hat Erich Geburtstag, ne? Ey. Wer ist da? Ach, du bist es. Also Madame hier ist noch auf Platz 1, ne? Ist das für mich auch so etwas Kostbares? Die mag meine Geschenke wenigstens. Wenigstens einer. Wenigstens einer. Ich möchte ganz gerne Insekten verkaufen. Das nicht. Der Bienenstock. Ein Laubfrosch. Alle beide. Krass, wir kriegen wieder Geld rein. Voll gut. Der kommt weg. Die Stachelschnecke kommt weg. Und der Laubfrosch hier kommt weg. Ich habe gar nicht so viel Platz in meinem Inventar, ne? Ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn wir jetzt die Laubfrösche da noch mit reintun, dass dann alles voll ist. Ich glaube, die alle anderen sind ein bisschen schlechter als das hier. Ja, wenn da jetzt noch irgendwas kommt, habe ich Pech gehabt. Gehen wir ins Bett. Dann hat halt Flair jetzt mal Pech gehabt, weil ich kriege jetzt keine. Bis 18 Uhr kriege ich das nicht gehandelt, die zu warten. Endlich. So, der Erich hat Geburtstag. Komm mit. Komm mit, du kleines Hühnchen. Komm mit dir. Ich finde das so witzig, wie er die Tiere einfach greift und dann einfach schmeißt. So. So. Ist ja egal. Da sind noch Dings. Ich will eigentlich so schnell wie möglich da runter. Damit ich Flair eine Blümelein geben kann. Die ist ja auch immer echt schnell draußen. Oh. Guten Morgen, Simba. Dankeschön, wegwerfen werde ich es nicht, aber du findest es auch echt kacke. Das Mädel macht mich wahnsinnig. Ich glaube, du warst Erich, ne? Guten Morgen, du bist aber fit drauf. Komm, du kriegst hier so die halbe. Ein Geburtstagsgeschenk für mich? Das macht mich so glücklich, vielen Dank. Ich hoffe, du bist genauso glücklich, wenn ich mit deiner Tochter ausgehe. Wer ist da? Ach, du bist es. Aber still. Ist das für mich? Ja. Krass, ne? So, dann werde ich jetzt aber mal. Ach, dann können wir genauso gut auch die Anemone abspeisen jetzt. Jo. Haben wir ja hier noch. Jo. Jo. Ich meine, gießen können wir immer noch. Ey!
Aber jetzt sieht man, jetzt findet man viel seltener Münzen. Ne? Ich glaube, Münzen findet man eher, wenn es regnet. Hat's da gelingt? Nee. Schade. Schade. Ich hätte echt gedacht, jetzt hätte es da gelingt. Guten Morgen, Simba. Ah, vielen Dank. Also sie mag die Spielzeugblumen. Müssen wir uns merken. Hier kann ich das leider nicht so machen, wie ich das in anderen Harvest-Moon-Teilen gemacht habe, dass ich so viele Blümchen gesammelt habe. Dass ich die dann so aufbewahren konnte und dann nachschenken konnte, so die Monate. Es geht hier nicht, weil unser Lager ja eigentlich doch schon relativ klein ist. Guten Morgen, Simba. Viel Erfolg bei der Arbeit. Vielen Dank. Ich glaube, sie mag die gelben lieber. Gar nicht so einfach. Hey, Lilly. Hallo. Ach, stöhn nicht so rum. Wir machen leider bei der Darmwelt noch nicht so die Fortschritte. Aber ich glaube, das war bei den alten Harvest Moon-Teilen auch noch nicht so einfach wie in den neueren, habe ich das Gefühl. Da hat es immer eine Weile gebraucht, bis sie sich für einen entschieden haben. Oh, das wäre so cool, wenn das morgen schon fertig wäre, ne? Stellt euch mal vor, morgen beim Bazaar gibt es nicht nur Rüben, sondern auch Kartoffel. Dum, 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 dum. Ist das dein Ernst? So, das hat jetzt funktioniert. Das verkaufe ich, das behalte ich. Ja, dann behalte ich auch. Ich habe alles gegossen. Ich habe leider... Oh, hier wäre noch eine Montaugrasblume gewesen. Ich habe leider... Keine Dings. Keine Angel. Das wäre nämlich eigentlich noch ziemlich cool, wenn ich auch noch angeln könnte. Ne? Guten Morgen, Simba, du siehst munter aus. Ich bin immer munter. Aber ich hätte trotzdem ganz gerne Angel. Damals hatten die Mädchen noch Niveau. Ja, damals waren sie nicht so einfach rumzukriegen, ne? Das ist schon krass. Also das habe ich. Flair habe ich eine Blume geschenkt. Angel ist bis jetzt auf Platz 1. Guten Morgen, Simba, du siehst mir aus. Oh, ich kann heute auch gar nichts verkaufen, fällt mir ein, ne? Weil der Dude ja gar nicht da ist. Der hat ja... Der verkauft dir heute nichts. Guten Morgen, du bist aber schon früh auf. Nee, Spargelsuppe und Pudding habe ich schon gemacht. Das ist nicht so einfach. Ein Hühnchen habe ich reingeholt, ne? Nee. Habe ich schon mit allen so ein bisschen geredet? Ich bin gerade so ein bisschen am Abklappern. Stimmt, das ist auch eine Idee. Das probieren wir aus.
Müssen wir halt nur jetzt mal überlegen, wie wir das am besten machen. Weil bis jetzt verbrauche ich ja nicht sehr viel Zeit im Spiel an sich. Was ein bisschen schade ist, weil bis jetzt bin ich relativ immer schnell fertig mit meinem Tagewerk. Aber das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass man noch nicht so viel am Anfang machen kann. Den fand ich immer, wenn ich als Mädchen gespielt hatte. Früher fand ich den immer eigentlich ganz süß. Ich weiß nicht warum. Atli fand ich doch dann irgendwie ganz cool. Konnte man das hier freischalten? Münze für mich! Jetzt nimm den blöden Schmetterling! Halt nicht. Man konnte auch Schmetterlinge schnappen, oder nicht? Ich hab ihm erstmal eine Baumnymphe gefunden. Muss ich auf die Schmetterlinge draufspringen? Ja, meiner Falte. Ich fange jetzt alles, was nicht nie so nagelfest ist. So, mit denen habe ich gesprochen. Mit denen. Komm, du bist doch bestimmt eine Art Zitronenfalter oder so. Nee, der ist weg. Willkommen, was darf sein? Was hast du denn so Schönes? Kohlroulade oder Pudding? Hätte ich mehr Geld, würde ich wirklich die Kohlrouladen holen, aber habe ich nicht. Gib mir all deine Rezepte, Oma. Ach, guck mal. Du siehst gestresst aus, mach dich nicht kaputt. Ich doch nicht. 1000 Sternis? Wenn... Bei Animal Crossing oder hier bei Harvest Moon? Erstmal ein Kohlweißling. Jetzt fange ich alles, was ja. Bei 3 auf den Bäumen ist. Ja. Hab ich genug Taschenplatz? Geht noch. Lässt sich aushalten. Die ist schon niedlich. Wasser ist seltsam. Naja, kommt sich auf die Blätter an. Also ich denke mal, das erste... Ich hoffe, dass wir vielleicht im Sommer es schaffen, die 20.000 zu erreichen. Aber ich sehe da eher so... Naja. Erstmal 10.000, damit ich das Lager erweitern kann. Hier war die Rennbahn für Pferde, die wir nicht haben. Die Währung bei Harvest Moon ist Gold, ne? Ja. Haben die überhaupt eine Währung? Ja. Dass mich da ausgibt. Komm her, du! Okay, der Schmetterling wollte nicht. Was sagt mein Feld? Sieht noch nass aus. Ah, ein Morpho. Nehme ich mit. Guck mal, was haben wir aber noch so Schönes im Lager? Pilze, Dings, Blümchen, Minze, Laubsprecher. Ich hoffe, dass mir das... Ich will halt die Butter nicht verkaufen.
Sollen wir beim nächsten die Butter verkaufen? Hey, ja. Beim nächsten Bazar? Ja. Ich meine, das war ja ein Geschenk, ne? So, jetzt muss ich aber, während ich ja hier warte, bis da ein bisschen die Zeit rumgeht, kann ich nochmal nach dem Plan gucken, den Lilly mir geschickt hat auf Discord. Zwecks Harvest Moon. Ne, das ist was Falsches. Den Plan, den sie gemacht hat. Ach so, ja. Genau. So, sie hat gesagt, hier oben noch ein. So, dann hätten wir das so. Und dann kann ich unten. Das ziehen wir bis runter. Nee, das ist falsch. So, 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 so. So. Bleibt der nämlich. Dann kann ich hier ein O machen. So, dann bleibt der frei. Und dann kommt hier ein U hin. Genau. Aber könnte ich das denn nicht so machen? Hier lasse ich frei. Weil ich kann ja von der anderen Seite. Hier kann ich jetzt auch noch von der anderen Seite. So. Genau wie hier. Ne? 3, 6, 7, 14. 6, 20, 36. Ja gut, das wusste ich jetzt aber auch nicht, aber jetzt wissen wir es. Dann bleibt das hier frei. Und dann. So, gucken wir mal, ob wir nicht noch irgendwas finden. Haben wir mit irgendwen noch nicht gesprochen? Ich glaube, mit dem Bürgermeister haben wir noch nicht gesprochen. Der Bürgermeister hier irgendwo? Steht da wieder Wache über seine Stadt und hält Ausschau nach Banditen? Der Unterschied zwischen Dorf und Stadt ist groß. Auch die Kinder in der Stadt sind ganz anders als die Kinder hier. Es ist so schön, begrüßt zu werden. Grundlage jeder Beziehung ist die tägliche Begrüßung. Du, ich doch! Ich sag dir doch jeden Tag Hallo! Die Frau ist gemein. Aber auch nur dank dir. So, jetzt werde ich verhaftet, weil ich in dem Haus eingebrochen bin. Die Menschen hier leben ein gemütliches, freies Leben. Ach, nichts. Ich hatte nur nachgedacht. Wir hatten jetzt auch schon unser Event mit ihr. Man musste nämlich zu einer bestimmten Tageszeit so hier hinkommen und dann hatte man hier ein Event mit ihr. Und dann musste man antworten, dass man mit der Arbeit schon fertig ist. Weil sie mag halt fleißige Menschen. Habt ihr da irgendwas verändert? Nee, ne? Warten wir mal ab und wir bringen mal unser Hühnchen wieder hin. Zurück in die Buchte. Ja. Erzählt das Jadi nicht, wie ich das hier, Ahaha, da guckt, da fängt es jetzt an zu trocknen. Ne? Geht das jetzt so nach der Reihe? Okay. Hoffen wir mal, dass denn so. Dass das auch so funktioniert. So eine Gießkanne ist leer. Gut, dann wissen wir aber, wir haben 36, ne? Das heißt, wir könnten 18. Feldfrüchte? Nee, Quatsch. Sogar mehr, oder? 38. Acht, 18, 16. 18.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 38 sogar. 38 sogar. Das heißt 19. Ich speichere mal. Hätte ich mir nicht so dringend zudrängen können? Flair hatte ich schon eben gerade. Hab ich gleich als erstes begrüßt. Sobald ich aufgestanden bin, bin ich los. Und hab sie begrüßt. So, heute ist Bazar, ne? Tesla ist verstanden. Dann hat erstmal keiner Geburtstag und Sanja hat am 25. Komm schon, du kleines, schnuffliges Küken! Ich find's ein bisschen krass, wie man das Küken auf. Aber Flair ist nicht auf Platz 1, ne? Das muss man dazu sagen. Flair ist nicht auf Platz 1. Angel ist zurzeit auf Platz 1. Hat leider nicht funktioniert. Der Plan war aber gut. Der Plan war gut. Und alles weg. Na ja, super. Ich würde aber vielleicht, glaube ich. Ich würde immer noch ganz gerne als erstes das Lager erweitern. Nehmen wir die Butter jetzt mit oder eher nicht? Nehmen wir sie mit und versuchen mal, die zu verkaufen. Komm, wir probieren es einfach. Zur Not nehme ich sie einfach wieder mit nach Hause. Nein, schmeiß doch nicht weg. Heute werden keine Mädels beschenkt. Heute wird alles, was geht, auf dem Markt verkauft. Bis zum bitteren Ende. Weil ich möchte ganz gern doch schon die 10.000 auf jeden Fall haben. Und am besten noch ein bisschen mehr, damit wir dann, wenn es soweit ist, auch noch Rüben kaufen. Wie viele Tage hat das Ding nochmal? Oh, ich muss doch nochmal. Nein! War doch tatsächlich die Tasche voll. Schockschwere Not. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt. Blöd. Blöd, blöd. Jo. 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 Hey! Hey! Hey!
Ich wollte nur gucken, ob da nicht noch Blümchen, also nicht Blümchen, sondern Dings sind. Ey, ja! Münzen. Ey! Uhu! Knapp, aber wir haben es geschafft. Ich glaube eher zu viele Käfer. Als erstes die Rüben auf jeden Fall. Dann Blümchen. Und dann die Dings. Guck mal, was ich habe. Komm dran. Also ich kann auf jeden Fall die Butter verkaufen, das ist krass. Die hat nur 310 gebraucht, das ist ein bisschen billig, aber okay. Aber wir haben schon 1000, das ist schon mal sehr gut. Ich habe eher das Gefühl, beziehungsweise die Angst hier bei dem Bazar, dass wir unseren Kram nicht loswerden. Oh, ist das denn möglich? Könntest du nicht die Spielzeugblume schenken? Wirklich? Ach, es gibt doch noch gute Menschen hier. Ich habe so viele Käfer. Komm dran hier. Ich habe Käfer, ich habe Münzen, ich habe auch Blümchen. Hier veranstalte ich jetzt mein Konzert. Liebe Leute, hört meine Lieder. Oh, vielen Dank. Dann singe ich noch etwas. Was? Wieso? Wieso hat sich mein Ruf jetzt verschlechtert? Was kann ich dafür, wenn die Alte nie singen kann? Also echt jetzt. Ist doch nicht meine Schuld. Kommt her, hier, kommt her, kommt her, kommt her, komm schon. Alarm, mein Bazar. Hallo, das sind frische Rüben. Lang jetzt nur 5 Tage im Lager. Ich schwör's. Ey, wie viele Blümchen hatte ich denn da? Hallo, ich hab noch Münzen. Oh yeah. Ey, Lagererweiterung ist incoming hier.
Okay. Ey, Flair kauft doch nie was, oder? Ich hab leider nur noch so Insekten. Hey, Mina! Guten Tag, wie läuft das Geschäft? Prima. Das ist schön. Das bewundere ich so an dir, Simba. Flair ist die Marktaufsicht? Ne, ich glaub's nicht. Die ist einfach nur zu geizig. Wieso springt die Alte immer nur bei mir rum? Kannst du mir das Montaugras nicht günstiger verkaufen? Komm, ich schenk's dir sogar. Was wirklich? Das vergesse ich dir nicht. Ich wusste es. Ja, er hat's gekauft. Ha, Depp. So. Jetzt habe ich nur noch Käfer. Jetzt kauf doch mal die Käfer. So, nur noch eine Seite, Leute. Ja, ich glaube, bis 18 Uhr haben wir ja noch, ne? Entschuldigung, wo ist der Feldfruchtsamenladen? Im unteren Areal. Wirklich? Alles klar, danke. Ich glaube, bis 19 Uhr habe ich doch, glaube ich, Zeit, ne? Es wird jetzt hier langsam wieder weniger, man merkt es. Kommt mal ran hier, auf einen halben Meter. Ich weiß, ihr wollt Insekten kaufen. Ihr habt bestimmt Bock drauf. Kleines Kind, du willst doch bestimmt Insekten kaufen. Das weiß ich doch. Kannst du deinem Bruder was weiß ich in die Unterwäsche stecken? Entschuldigung, wo ist der Feldfruchtsammler? Immer noch im unteren Areal. Thank you.
Komm, ich bimmel noch ein paar Mal und dann gehen wir. Ach, ist mir jetzt wurscht. Ja. Ist egal. Ey. Willkommen in meiner Baufirma. Auftrag erteilen. Lager vergrößern. Ach ja. Freu dich auf morgen! Willkommen im Shop. Kartoffelsamen oder Kohlsamen? 8 Tage. Weiß jemand, wie lange der Frühling ist? 28, ne? Nee, schaffen wir nicht mehr. Aber ich kaufe schon mal. Ich würde die ganz gern markieren, einfach. So, das hätten wir. Die hat nur Geschenkpapier. Hast Hühnchen. Ah, diesmal allerdings. Sichel und. Willkommen in meinem wunderbaren Kaffee. Was hast du denn schönes? Spargelsuppe kenne ich schon. Erdbeersaft kenne ich auch schon. Ey, die ist so teuer, die Frau, ne? Ne. Das behalte ich jetzt. Ah, guten Tag, Simba. Hier unten nicht nur irgendwo. Hey, du bist aber gut drauf, Simba. Ja, ich habe eigentlich ganz gut Knete gemacht. Aber 12.000, also langsam aber sicher wird's, ne? Ja, hätte ich. Ich war jetzt zu faul dazu. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin mal zu faul dazu. So, die könnten wir noch schön. Ich muss. Nee, Quatsch. Mein Hühnchen! Jo! Ey! So. Du. Nein! Das ist leider das Falsche, mein Freund. Da. Geht's dir denn gut? Zuneigung. Immer noch 2. Einunddreißig. Nee, ist schon in Ordnung so. Ich bereue nichts. Wann der nächste Dings ist. Wenn die morgen fertig sind, dann kann ich die zum 8. kann ich die anderen anpflanzen. Dann sind die am 30. fertig und müssten im Prinzip bis zum 4. Sommer aushalten. Nee, ich werde die nicht anpflanzen. Sondern gehe dann einfach ins Bett. Morgen hat keiner Geburtstag, dann können wir aber nochmal Blumensaat holen. Rüben! Wir brauchen Rüben! Ach doch, ich hab doch was zu trinken bei. Moment, ich muss nur kurz was trinken. So, ihr Lieben, aber wer uns gerade stört, das sehen wir im nächsten Part. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.